Schau mal, Mia. Da ist eine Statue von den Bremer Stadtmusikanten. Ich habe über sie gelesen. Sie sind vor langer Zeit aufeinander geklettert, um Räuber zu erschrecken. Aber Linus, das ist doch so gar nicht passiert. Das war doch nur ein literarischer Text. Ein literarischer Text? Was sind denn literarische Texte? Literarische Texte sind ausgedachte oder auch erfundene Geschichten. Sie sind also nicht wahr. Das Fachwort dafür ist fiktional. Märchen, wie zum Beispiel das Märchen der Bremer Stadtmusikanten, gehören zu den literarischen Texten. Die Geschichte der Bremer Stadtmusikanten ist also nicht wahr, sondern ausgedacht. Sie wurde ausgedacht, um die Zuhörenden oder Lesenden zu unterhalten. Meist erzählen literarische Texte spannende, lustige, traurige oder auch fröhliche Geschichten. Es gibt noch viele weitere Textsorten, die zu den literarischen Texten gehören. Hast du schon einmal etwas von Sagen gehört? Sagen sind erfundene Geschichten, die oft einen wahren Kern haben oder auch von Personen handeln, die es in Wirklichkeit gibt. Ein Beispiel dafür ist der Rattenfänger von Hameln. Du kannst aber erkennen, dass es eine ausgedachte Geschichte ist, weil oft von übernatürlichen Wesen, wie zum Beispiel Drachen, Zauberern, Ungeheuern oder auch Riesen berichtet wird. Auch Fabeln gehören zu den literarischen Texten. Weißt du, was eine Fabel ist? Fabeln sind kurze Erzählungen. Die Hauptfiguren einer Fabel sind... Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgabenchat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen.